Freunde, in den letzten 6 Monaten ist so viel bei ChatGPT passiert, dass wenn man ein Video gemacht hat im April, so wie ich das gemacht habe, man einfach nur denkt, what is going on? Also, das hier ist das neue, ultimative Video zu ChatGPT für Beginner und Pros, wenn ihr wissen wollt, was jetzt gerade abgeht. In meinem letzten Video aus dem April gab es so viele Kommentare von euch und ich merke gerade, wie das Video richtig Fahrt aufnimmt. Das liegt daran, dass bei OpenAI in den letzten Wochen einiges passiert ist. Und deswegen schauen wir uns hier neben den Kommentaren, die ihr habt, an, was müsst ihr wissen, was müsst ihr verstehen und wie kann euch das zum neuesten Supercharged Level bringen. Darum geht's heute. Wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, der Einstieg hilft trotzdem, das findet ihr dort. Denn da erkläre ich auch nochmal die Grundlagen, die jetzt in diesem Video immer wieder erwähnen werde, mit dem GenAI-Dreieck zum Beispiel, was man im Kopf haben sollte, wie man damit arbeitet. Also, sollte jemand bei euch aus der Firma oder ihr das noch nicht kennt, schaut euch das an, lohnt sich auf jeden Fall und hinterlasst dort auch gerne einen Kommentar. Jetzt aber zu dem, was passiert ist. OpenAI ist weiterhin der ziemlich unangefochtene Platzhirsch, wenn es um das Thema generative KI für jedermann und jeder Frau geht. Und das bemerkt man jetzt auch in dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe das beim letzten Mal gezeigt, wir haben ein Modell, ein Framework, in dem wir denken, das ist das GenAI-Dreieck, das ist extrem simpel, bei dem ihr eben Modell, Kontext und Prompt zusammenbringt, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und beim letzten Mal habe ich noch von 2 Modellen gesprochen. Man konnte ganz grob sagen, das Neue und das Alte, was nicht ganz stimmt, aber für viele war das so, aber das Kleine, das Große, also es gab 2 Modelle. Jetzt sind wir bei 6 verschiedenen Modellen. Das heißt, man sollte wirklich verstehen und wissen, wann setze ich welches Modell ein. Und das Zweite ist das ganz große Thema, wie arbeite ich mit den Modellen. Das heißt, Prompt und Kontext sind jetzt 2 Varianten, aber es gibt ganz viele verschiedene Arbeitsmodi, die viele Millionen Menschen in der Zwischenzeit verwendet haben und OpenAI ist wirklich gut darin, das in ein Produkt zu kippen. So ist ChatGPT auch entstanden und so hat sich ChatGPT jetzt deutlich weiterentwickelt. Stichwort Canvas und ein paar andere Themen, Voice Mode, auf die ich gleich eingehen werde. Okay, nehmen wir uns mal die Spitze des Eisbergs vor, die Modelle. Was müsst ihr ganz grob wissen und verstehen, wo ihr sagt, das sind die Unterschiede? Wie unterscheidet sich denn jetzt ein GPT-4o von einem GPT-4o1 Preview? Da gibt es einen signifikanten Unterschied. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Modell 4o, also das Omni, also O steht für Omni, ist momentan das größte Modell, was OpenAI hat. Das heißt, dieses Modell wurde auf Milliarden von Parametern trainiert. Auch immer wichtig zu wissen, das heißt nicht, dass man dasselbe rausbekommt, auf dem das Modell trainiert wurde, sondern das Modell selber ist so mächtig, dass es durch das Feintuning selber Dinge hinterfragen kann, nochmal überprüfen kann und das kann man sich zunutze machen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Prompt reingebt in das Modell, dann liefert euch das Modell eine Antwort. Wenn ihr aber dem Prompt sagt, hey, überprüf dich nochmal selbst, kann das stimmen? Kann GPT-4o das selbst tun. Das ist ziemlich bemerkenswert. Es ist multimodal, das heißt, ihr könnt Texte, Bilder und so weiter reingeben, also verschiedenste Dateien, mit denen ihr arbeiten könnt. Das heißt, das ist wirklich die Allzweckwaffe, mit der ihr unterwegs seid. Beim letzten Mal habe ich aber euch von einer Methode erzählt, bei der man Schritt für Schritt vorgeht und man nennt das Kette an Gedanken, Chain of Thought. Das heißt, man baut etwas schrittweise auf. Das haben wir beim letzten Mal noch händisch gemacht. Beispiel, ihr kriegt von einem Lehrer in der Schule den Auftrag, schreibt mal eine Deutscharbeit über die, weiß ich nicht, Automobilindustrie in den USA. Dann nehmt ihr auch nicht den Stift und schreibt los und legt los und hört irgendwann auf zu schreiben, sondern ihr macht euch vorher Gedanken. Das heißt, ihr überlegt einmal, hey, wie will ich es gliedern, was will ich aufbauen und so weiter. Und das ist exakt der Schritt, der bei GPT-4o fehlt, denn ein Large Language Model beginnt einfach mit dem nächsten Wort, das nächste Wort vorauszusagen. Einfach ist ein bisschen die Untertreibung des Jahrtausends, weil es ist eben nicht ganz so einfach, das nächste Wort vorauszusagen. Das kann es verdammt gut. Das, was aber fehlt, ist eben diese Kette an Gedanken. Und O1 Preview macht exakt das. Das heißt, es hat eingebaut diese Chain of Thought, die ihr normalerweise machen würdet. Und ChatGPT nennt das dann Denkvorgang. Das heißt, ihr gebt dort etwas ein, und jetzt beginnt das Modell selber zu denken. Das heißt nur, dass es die Aufgabe, die es bekommt, erstmal versteht, zerlegt, sich weitere Gedanken dazu macht und dann eine durchdachtere Antwort gibt. Deswegen dauert es auch einen Moment. Das ist aber wirklich der heilige Gral der KI, denn wenn ein Modell denken kann, kann es deutlich strategischere Fragestellungen aufdecken. Ich teste das regelmäßig bei uns im Unternehmen mit so Fragen wie, keine Ahnung, was müssen wir nächstes Jahr anders machen? Wo wollen wir uns verbessern? Und
packe das in beide Modelle rein und ich kann GPT-4o deutlich mehr Kontext dazu geben, um etwas vielleicht schnell zu erfassen, zu durchdenken, durchzulesen und so weiter. Und ziehe mir dann knifflige Fragen raus, auf die ich vielleicht nicht gekommen bin, die zwischen den Zeilen stehen, und gebe die dann rüber in O1 Preview, um damit zu arbeiten. Das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, um die Modelle zu verstehen. Dann nehmen wir uns mal die anderen zwei vor, die noch wichtig sind zu verstehen. Das ist einmal GPT-4o Mini und GPT-4o O1 Mini. Wow, so viele Modelle. Wie kann man das verstehen? Also, die sind nicht einfach schlechter, sondern gerade dann, wenn man ChatGPT über die API anzapft, was wir eben manchmal tun, oder wenn man leichtere Massenaufgaben hat, dann sind diese großen Modelle schon auch irre aufwendig. Es merkt ihr auch, die sind langsamer, die brauchen mehr Energie, die brauchen mehr Rechenpower und das ist schon sehr ineffizient und ineffektiv, das einfach drauf zu kippen. Und ihr bekommt manchmal auch nicht unbedingt die besseren Antworten. Wenn ihr einen Text kurz zerlegen wollt in die wichtigsten Bestandteile, dann kann ein GPT-4o Mini das ohne Probleme tun. Das ist das, was vorher 3,5 Turbo gemacht hat. Das war problemlos möglich, das ist mit Mini problemlos möglich und es ist deutlich günstiger, das zu tun. Dasselbe gilt für O1 Mini, denn O1 Mini ist dann zum Beispiel gut in Coding-Aufgaben, also weil es einfach besser verstehen kann, was ihr gerade macht und sehr schnell darauf reagieren kann. Ich kann selber gar nicht groß coden, code aber mittlerweile dank ChatGPT sehr viel. Das heißt, ich kann ganz schnell verstehen, das ist ein JavaScript, so geht Python, und habe mir auch diverse Sachen zeigen lassen an Code und werde euch gleich was zum Thema Voice Mode erzählen, wo ich tatsächlich mir einen Coach an meine Seite gestellt habe, mit dem ich dann an diesem Code gearbeitet habe. So kann man das grob unterscheiden. Dann gibt es eine ganze Reihe an älteren Modellen und die sind dann tatsächlich älter und da muss man sich überlegen, braucht man die jetzt noch oder kann man das austauschen? Aber es lohnt sich zu verstehen, wann setze ich welches Modell ein, weil ihr auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Schließlich handelt es sich immer noch um generative KI. Das bedeutet, ihr müsst lernen, wie das Zusammenspiel zwischen eurem Modell, dem Prompt und dem Kontext ist, um auf das richtige Ergebnis zu kommen. Und das merke ich im Alltag immer mehr. Wir haben jetzt gerade an einigen Automatisierungsaufgaben bei Blackboard gearbeitet, die komplett von der KI übernommen werden. Und ich habe teilweise mit den kleineren, also mit den Mini-Modellen gearbeitet, weil die Ergebnisse einfach mehr spot on sind. Und jetzt kommt der geilste Scheiß, wirklich. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, wer OpenAI kleinredet, be careful what you do. Also, was die jetzt gemacht haben, ist, die haben ein Modell gelauncht, das nennt sich GPT-4o with Canvas. Das bedeutet, sie haben im Prinzip das, was wir in diesem Dreieck immer händisch auseinandernehmen, um zu erklären, wie es funktioniert, in eine Anwendung zusammengebracht. Und die ist wirklich genial. Das heißt, ihr könnt einfach während eines Chats sagen, ihr wählt den Text aus oder ihr habt ein Ergebnis bekommen und sagt, und jetzt startet den Text mit Canvas. Dann launcht das Ganze in einer ähnlich aussehenden App und ihr habt auf einmal einen Regler unten in der Seite. Und was die gemacht haben, ist, die haben geschaut, was sind die häufigsten Anwendungsfälle. Es ist ein bisschen beschämend, dass der erste Anwendungsfall ist, füge Emojis in den Text ein. An meine lieben LinkedIn-Kolleginnen und Kollegen, schreibt wieder selbst. Das zweite, was ihr habt, ist Feinschliff. Das heißt, ihr könnt jetzt neuerdings einfach draufdrücken. Und wir haben hier an einem YouTube-Skript gearbeitet, bekommt dann ein wirklich sauber strukturiertes Skript fertig, weil Canvas erkannt hat, oh, das ist ein Skript, ich muss das in Überschriften teilen, mache vielleicht einige Dinge als Zitat und so weiter. Also quasi wie ein fertiges Dokument. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Niveau zu ändern. Das heißt, ihr könnt vom Kindergarten bis zur Hochschule alles an Sprachniveau einfügen. Das ist so ein typisches Ding, was man vorher gemacht hat. Und das ist jetzt eine Mischung aus, wenn ihr an das Gen-AI-Dreieck von uns denkt, Prompt und Kontext. Das heißt, ihr habt was reingegeben und einen Hintergrund gegeben, warum ihr es so haben wollt. Das ist jetzt fest verbaut, das ist so geil. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich geiler Scheiß. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Länge anzupassen. Das ist relativ offensichtlich, länger, kürzer und so weiter. Das ist einfach ein Slider. Dann gibt es einen Punkt, der ist sehr geil. Bearbeitung vorschlagen. Das wäre so, als wenn ein Kollege oder eine Kollegin von euch Feedback gibt. Und wenn euch das aufgefallen ist in den letzten Monaten, ChatGPT speichert sich immer wieder Erinnerungen ab und merkt sich Dinge. Und ich dachte immer so, boah, das ist jetzt so creepy und guck mir das an und warum merkt sich jetzt das? Das ist irgendwie richtig. Wenn ihr euch die mal durchlest, das findet ihr unten unter den persönlichen Settings, dann erkennt ihr, dass die nicht einfach pauschal gespeichert werden, sondern schon auch zu euch passen. Der Nutzer hat die Petersilie geschnitten. Und dieser Bearbeitungsmodus, der wird garantiert immer besser werden. Der wird immer mehr auf euch passen und irgendwann werdet ihr merken, oh, das ist einfach spot on. Geiler Modus. Allerletzter Punkt, ihr könnt auch in Canvas bestimmte Teile auswählen, einen einzelnen Satz nehmen und einen dieser Punkte auf einen Teil eures Canvas auswählen. Das ist die neue Möglichkeit, die ihr habt. Das heißt,
Mit Code könnt ihr anders arbeiten, denn dasselbe könnt ihr auch mit Code machen, statt mit einem YouTube-Skript. Ihr könnt ein ganzes Workshop-Dokument nehmen, ihr könnt eine Agenda nehmen und so weiter. Und das, was ihr im Entwurf rausbekommt, feintunen. Wenn das nicht supercharged ist, I don't know what else. Das ist der Pitch bei OpenAI, wenn man die App neu öffnet, heißt, es ist klüger und schneller. Das ist ein super Pitch, ne? Also wer will nicht klüger und schneller? Nichtsdestotrotz, auf meiner Skala von Exploding Head Emojis von 1 bis 5, würde ich sagen, das verdient mindestens eine 2 bis 3. Und das will schon was heißen. So, und jetzt erweitern wir die Exploding Head Emoji nochmal um 2 Punkte. Denn wir haben den Advanced Voice Mode. Bisher war der immer nur auf YouTube zu sehen, hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt funktioniert der. Und in der EU ist es Stand heute so, dass ihr mit dem Teams- und Enterprise-Account Zugang habt. Ihr solltet sowieso, wenn ihr das als Unternehmen quasi schaut oder UnternehmensvertreterIn, unbedingt einen Business-Account abschließen und auf keinen Fall mit dem Personal- oder dem Free-Account arbeiten. Das sind nicht die richtigen Accounts für euch, habe ich im anderen Video auch erklärt. Ansonsten kommentiert nochmal und schreibt und ich kann euch auch Leute nennen, die euch helfen, das einzurichten. Es ist total einfach. Egal. Punkt ist der, dieser Advanced Voice Mode, der spricht schon sehr normal und sehr im Slang, den ihr wollt, mit euch. Ich habe letztes Jahr im November mal ein Video gemacht, dass das alles so in Richtung von diesem Film Her geht. Ein Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf geht, offensichtlich ist klar, dass das mit Sprachein- und Sprachausgabe bei ChatGPT ähnlich zu dem ist, was man aus dem Film Her kennt. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Wo sich Jack von Phoenix in eine KI verliebt. Das ist aber nicht der Punkt, sich das ja quasi aufs Handy legen. Lass uns mal einmal überlegen, wie wir meinen Workshop heute planen können. Lass uns deine Agenda für den Workshop zu Large Language Models durchgehen. Welche Themen und Aktivitäten hast du bereits geplant? Und keiner weiß, wie wir in 10 Jahren mit KI interagieren. Aber was ich beobachte, und das kann ich auch sehen, wenn meine Kinder zum Beispiel damit experimentieren, der natürliche Umgang Sprache zu Sprache, der läuft so gut, dass ich euch jetzt mal zeige, wie ich den benutzt habe und was ich damit gemacht habe und wie meine Skills aufs nächste Level gekommen sind, supercharged. Du bist mein persönlicher Assistent und ich bin noch nicht in der Lage zu coden, ich möchte es aber lernen und ich möchte, dass du mir hilfst, Python zu installieren. Fass dich immer kurz und hilf mir dadurch. Ich habe vor mir ein Programm, das nennt sich VS Code und dann habe ich dieses Terminal auf dem Mac laufen und du musst mir mal erklären, wie ich das jetzt zum Laufen bringe. Mach es kurz und ach so, denk dran, ich bin ja Hamburger, ne? Also bitte ein bisschen Hamburger-Slang beibehalten. Alles klar, mein Junge. Öffne dein Terminal und tipp mal Python 3 Doublepunkt Version ein. So checkst du, ob Python schon drauf ist. Wenn nicht, ab dafür auf python.org, die neueste Version runterladen und installieren. Dann schnapp dir ein VS Code, die Python-Extension, damit du... Warte mal, in VS Code, ja, das ist jetzt... Okay, lass mal den Hamburger-Slang weg, sondern hilf mir einmal ganz kurz bei VS Code, da steht... Da ist links so ein Menü, ich sitze da gerade davor und ich verstehe die Menüpunkte nicht. Alles klar, ich helfe dir gern. In der linken Seitenleiste von VS Code findest du einige Symbole. Von oben nach unten sind das Explorer, Suche, Source Control, Run and Debug, Extensions. Was macht die Source Control? Nur so ganz, ganz kurz. Source Control in VS Code hilft dir dabei, den Überblick über Änderungen in deinem Code zu behalten. Also, was ich hier mache, ne? Also ich habe bewusst ein Thema gewählt, was mir jetzt nicht so easy von der Hand geht, wo ich aber sage, ich traue es mir absolut zu. Das ist ein Tutor, den ihr jederzeit dabei habt. Für die Kids, Mathe, mega, also wirklich, wirklich gut. Und man gibt vorher einmal rein, bitte keine Ergebnisse teilen, sondern nur den Lösungsweg. Oder denkt euch ein Theaterstück aus. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Auch hier ist es wieder so, OpenAI hat das so gut gemacht, weil die Reaktion, ich kann den unterbrechen, ich kann dazwischen reden, ich kann sagen, kannst du bitte mal flüstern, weil du sollst mir ja gerade eine Meditation anleiten und du sollst bitte nicht so schreien. Und erst hat man eine enorme Hemmschwelle, selbst ich, dass ich sage, ich lege das daneben und spreche damit. Aber ihr sitzt am Rechner, habt das Telefon einfach in einer Armlänge Abstand, tut etwas und quatscht mit dem. Absolut irre. Ich habe sogar gelesen, dass OpenAI in den USA davor gewarnt hat, weil einige Leute das zu sehr als Companion gesehen haben. Und ihr werdet merken, das passiert. Wenn ihr jetzt sagt, oh nee, das ist mir alles zu creepy, bitte probiert es aus. Wenn ihr es nicht testet, dann könnt ihr auch niemandem anderes sagen und auch nicht den Kindern helfen, wie geht man damit um und so weiter. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich finde es so krass, dass das alles innerhalb von einem halben Jahr, maximal passiert ist.
Genau, wenn euch da die Ideen fehlen, was ihr damit machen könnt, ich gebe euch jetzt mal 3 mit und den Rest würde ich sagen, schreibt ihr mal in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, oh, ich habe noch eine viel bessere Idee. Also erstens das Thema Sprachenlernen oder generell Tutoring. Man konnte früher nicht Milliarden Menschen helfen, einen Tutor zu haben. Man konnte zwar Sachen auf YouTube stellen, aber einen Tutor an der Seite zu haben, der erklärt oder die erklärt, wie das funktioniert, gab es nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bestimmte Ideen entwickeln sich erst im Gespräch. Also das heißt Brainstorming im Gespräch und auch zu sagen, wie will man es machen. Und das Dritte, ganz klar, kreativ werden mit einigen Geschichten, wo man Sachen mal ausprobiert. Man hält eine Unterhaltung und sagt, hey, du nimmst die Rolle ein, ich nehme die Rolle. Und wenn jemand dann zum Beispiel auch mit einer ernsthaften Stimme reagiert, das einfach mal auszuprobieren. Gerade wenn man sagt, man ist nervös vor bestimmten Gesprächen, das mal zu testen. Aber eure Ideen hier unten in den Kommentaren, ich bin sehr gespannt. Da gibt es ganz viele, bin ich mir sehr sicher und würde mich freuen, davon euch zu hören. So, und was bedeutet das für die Zukunft? Also in 6 Monaten quasi, wenn man bei der Geschwindigkeit bleibt, dann wird das Stichwort sein AI Agents. Ein Agent ist im Prinzip nichts anderes als, ihr habt einen kleinen Bot, der eine Aufgabe hat. Zum Beispiel, mich im Urlaub zu vertreten. Und dieser Bot, der Christoph Bot oder der Mac Bot, der hat jetzt einen Prompt und ganz, 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 ganz viele Dokumente und kann bestimmte Dinge tun. Und das ist das, was wir in der letzten Zeit jetzt viel gemacht haben, zu testen, wo liegen wirklich im Unternehmen die Aufgaben, die mit einer KI automatisiert werden können, wo es wirklich Sinn macht und wo es nicht nur eine nette Spielerei ist. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie diese Agents immer mehr in der Lage sind. Und dann habt ihr halt den Podcast-Agent, den Buchungs-Agent und die reden irgendwann auch miteinander und können eben ihre Dinge dann tun. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, okay, weiß ich nicht, dann denkt nochmal dran, in was für einer kurzen Zeit hier diese neuen Modelle auf den Markt gekommen sind. Bei Fragen dazu meldet euch gerne. Das Team, was bei uns diese Anwendung baut, liest auch in den Kommentaren mit und schreibt auch gern. Also insofern haut das gerne drunter. Und ja, auch wenn ihr sagt, mir fällt aber nichts ein, was man machen sollte, auch dann bitte immer her damit. We love the challenge. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren und empfehlt das Video unbedingt weiter, denn das ist hier gratis, supercharged Content auf YouTube.